Unser Ziel war es, unterschiedliche Perspektiven und auch Bildungsbereiche zusammenzubringen. Und ich denke, das ist uns auf diesem Podium schon mal, glaube ich, gut gelungen. Und ich freue mich sehr, dass wir sehr, sehr spannende Referentin hier haben. Ich würde erstmal reihum kurz vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Bettina Lösch. Sie ist Wissenschaftlerin und arbeitet als Dozentin für Politikwissenschaft und politische Bildung an der Universität Köln. Außerdem ist sie im Forum kritische Bildung aktiv und wird uns da auch heute Abend noch was zu erzählen. Dann sitzt neben mir Wulf Bödecker, der arbeitet im Schulministerium von NRW und ist außerdem Sprecher für Bildung und Bildung, ich kürze mal nur ab, BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. In der Kultusministerkonferenz. Dann zu meiner Rechten Dorothee Häusermann. Sie war früher Lehrerin und ist jetzt Bewegungsbildnerin. Und was ganz spannend ist, ich glaube, so in der Uni kann man sich vorstellen, was das für ein Job ist, aber als Bewegungsarbeiterin muss man ja auch irgendwie Geld verdienen. Und ihre politische Bildungsarbeit wird von der Bewegungsstiftung gefördert. Die politische Arbeit. Es gibt auch die Möglichkeit, so was wie die Bewegungsstiftung mit Spenden zu unterstützen. Und dann so Aktivismus und auch Bildungsarbeit in sozialen Bewegungen zu fördern. Dann noch zu meiner Rechten, Murat Akın hat lange im EPITZ zwei Jahre im EPITZ gearbeitet und noch länger in der außerschulischen Bildung tätig. Er hat also viel Expertise zum globalen Lernen und jetzt ist er bei dem Verein Kato e.V. aktiv. Kurz zu mir, mein Name ist Evelyn Linde und ich verorte mich vielleicht hier zwischen Dorothee und Murat. Ich bin auch so im globalen Lernen tätig und aber setze mich auch für, wie Dorothee, für Klimagerechtigkeit an in sozialen Bewegungen. Lerne ich wahrscheinlich besonders von euch ganz viel. Dann hat bei der Begrüßung Nadine euch schon vorgestellt, was sich der Orga-Kreis welche Gedanken sich der Orga-Kreis der Konferenz zu dem Titel gemacht hat. Bildung macht Zukunft, Lernen für die sozial-ökologische Transformation. Ich würde gerne mit einer kurzen Blitzlichtrunde starten und euch reihum bitten, so in ein bis zwei Sätzen zu sagen, was ihr bei dem Titel denkt und was vielleicht auch das Fragezeichen am Ende bei euch auslöst. Ja, dann erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich fand es vorhin schon sehr, sehr schön, so viele Menschen auf der Bühne zu sehen, die alle zusammen diese Konferenz hier vorbereitet haben. Es war einfach schon ein sehr schönes Bild, was ja auch Uni oft widerspricht, wo viele einzeln vor sich hin arbeiten. Und das war schon einfach ein sehr schöner Einstieg. Als Evelyn mich gefragt hat, was verstehe ich unter einer sozial-ökologischen Transformation, bin ich als Wissenschaftlerin erstmal ins Denken gekommen. Ja, solche großen Fragen sozusagen regen bei mir das Nachdenken an und auch die Lust mit euch weiter darüber nachzudenken. Und ich habe mir Folgendes gedacht bei dieser Frage. Transformation, da steckt ja erstmal wenig dahinter, weil Gesellschaft wandelt sich permanent. Wir sind immer in Transformationsprozessen drin. Und wenn wir heute eigentlich darüber sprechen wollen, was meint sozial-ökologische Transformation, dann reden wir ja von tiefgreifenden Umbrüchen, Umwälzungsprozessen. Die gingen in der Vergangenheit meistens mit großen politischen Veränderungen einher, auch mit Revolutionen. Entweder ging Revolution voraus oder mit diesen großen Transformationen einher. Das heißt, wir müssten heute Abend wahrscheinlich auch die Frage stellen, denken wir mit dieser sozial-ökologischen Transformation, welche politischen Umwälzungen denken wir damit oder haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, wie sich Macht- und Herrschaftsverhältnisse wandeln oder wandeln sollten in diesem Transformationsprozess, in diesem sozial- und ökologischen Transformationsprozess.
Also ich denke, die politische Frage müssen wir darin stellen. Ich habe mich auch gefragt, was unterscheidet dieser Transformationsprozess oder Begriff von früheren Zeiten? Und mir kam eher in den Sinn zu sagen, dass der große Unterschied besteht eigentlich heute darin, dass wir im fortgeschrittenen Kapitalismus Fortschritt nicht so einfach denken können, weil wir an einem bestimmten Ende angelangt sind. Der Fortschrittsbegriff trennt insofern die vorhergehenden Transformationen von einer jetzigen Vorstellung von gesellschaftlicher Transformation. Das Ende, an dem wir angelangt sind, ist das Ende der Ausbeutung der Natur. Das ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern mit diesem Ausbeutung von Natur, also all das, was wir im Zuge der Industrialisierung und Kapitalisierung ausgebeutet, verschleudert, ausgeschlachtet haben, das steht uns so nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, die Frage der sozial-ökologischen Transformation, das ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern sie geht mit sozialen Verwerfungen einher. Wir haben das abgebaut, von dem wir leben, mit dem wir überleben. Und bestimmte Menschen sind eben auch schon jetzt nicht mehr in der Lage, in der Region leben zu können, wo sie leben möchten. Sie müssen fliehen. Die sozialen Verwerfungen und Krisensituationen, die sich aus einer sozial-ökologischen Krise ergeben, sind sichtbar und deutlich erkennbar. Das heißt, für den Transformationsbegriff, und ich gehe jetzt schon mal auf den Bildungsbegriff ein, auch ein bisschen das vorwegnehmt, oder soll ich skeptisch? Genau, wir können uns vielleicht gleich fragen, ja, was heißt das dann? Ich wollte schon eine Andeutung machen, aber die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesem Ende, mit dieser Vorstellung von Endlichkeit um? Und da würde ich gerne dann später von anknüpfen. Würde ich auch blitzen? Ja. Okay, dann geht es weiter. Also ich will das ein bisschen kürzer machen. Was ist mir in den Kopf gekommen, weil da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Für mich ist das, oder für mich auch in meiner Rolle, ist das die Gestaltung von Zukunft. Und wichtig ist jetzt, ob das jetzt gestaltet werden kann von älteren und von jüngeren Menschen, ob sozusagen staatliches Handeln und auch zivilgesellschaftliches Handeln sozusagen übereinkommt. Das ist die entscheidende Frage, ob wir es hinkriegen, Zukunftsgestaltung hinzubekommen. Wir haben jetzt inzwischen auf nationaler, internationaler Ebene ja relativ viel vorgelegt. Ich nenne jetzt nur die SDGs. Das Weltaktionsprogramm, und wir sind jetzt dabei, sozusagen dieses Weltaktionsprogramm auch von staatlicher Seite her umzusetzen und versuchen da aktiv zu werden. Ich habe also hier die Rolle sozusagen als Vertreter eines Schulministeriums, aber ich habe auch die Rolle als Fachforumsvorsitzender des Fachforums Schule. Ich habe da mitgewirkt an dem nationalen Aktionsplan Bildung. Und ich habe deswegen damit gemacht, weil ich denke, und das ist nicht nur meine Überzeugung, sondern unsere aller, dass Bildung eine ganz, ganz zentrale Rolle hat bei diesem Transformationsprozess, und dieses wird auch in dem Nachfolgeprogramm des jetzigen noch eine stärkere Rolle sein. Es geht also nicht nur darum, das SDG 4 umzusetzen und BME strukturell zu verankern, sondern es geht auch darum, Bildung als nicht nur ein Vehikel, sondern als Transformator zu nehmen, um die anderen SDGs umsetzen zu können. Also ich sehe hier meine Rolle darin, von staatlicher Seite sozusagen zu helfen, wie wir das, was wir hier machen, in die Struktur reinzubringen. Und ganz um es konkreter zu machen, es geht darum, systemische Unterstützung zu liefern an Schulen, an Universitäten, in den anderen Bildungsbereichen, dass tatsächlich was passiert. Das ist so mein Job hier. Das könnt ihr behalten. Danke. Ja, blitzlicht, also ganz spontan. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen pessimistisch. Lernen für sozial-ökologische Transformation? Fragezeichen. Also ich bin da selber ein Fragezeichen. Wie lange wollen wir noch lernen, was alles schief läuft? Und wann fangen wir an zu kämpfen für die sozial-ökologische Transformation? Ich würde sagen, der Titel kann verschieden verstanden werden. In der einfachen Deutung könnte man sagen, Bildung rettet uns quasi. Ich möchte es ein bisschen schwieriger machen. Ich glaube, da steckt die Frage drin, ist denn wirklich die Bildung das
entscheiden, was Zukunft macht oder verändert die Macht quasi auch die Zukunft. Und insofern die Frage, brauchen wir diese Bildung, muss es eine andere sein, muss es ein Handeln sein? Also, sorry, ich habe keine Antworten, viel mehr Fragen, aber genau, so habe ich es erstmal verstanden und da reden wir dann noch drüber. Ja, vielen Dank. Es ist sehr gut, dass wir noch 3 Tage haben, um uns diesem Fragezeichen zu widmen. Heute Abend würden wir uns entlang dieser 3 Schlagwörter Bildung, Macht, Zukunft dem versuchen, vielleicht einigen Fragezeichen schon neue Gedanken anzuschließen. Und ja, Ulf hatte das schon angedeutet, Bildung kann oder was kann Bildung für eine sozial-ökologische Transformation leisten? Und das ist ein bisschen der erste Part, den wir uns heute Abend widmen möchten. Und da würde ich gerne erstmal dich, Dorothee, fragen, warum du denkst, dass soziale Bewegungen auch ein Lernraum sind. Also ich möchte mit einem Erlebnis aus meinem eigenen Leben anfangen, also mit einem Lernerlebnis, was ich hatte. Und was für mich sehr wichtig war, hatte so ein Aha-Effekt, als ich 2009 auf dem englischen Klimacamp in London war. Und da war ich eben noch Lehrerin und ich habe bis dahin ganz viele schlaue Bücher gelesen, über was alles eben ein Problem ist in der Welt. Und genau, war nicht politisch aktiv, außer so auf einer großen Demo zu gehen. Und da auf diesem Klimacamp habe ich erlebt, wie ein paar tausend Menschen eine öffentliche Wiese in der Mitte von London besetzt haben, da ihre eigene Stromversorgung mit Windrädern und Fahrradkinos aufgebaut haben, wie sie völlig Verantwortung für diese Riesenveranstaltung übernommen haben, weil das war ein Raum, der nicht geleitet wurde von irgendwem, also nicht irgendwer oben hatte Verantwortung, sondern alle, die da waren, hatten Verantwortung. Für Entscheidungen, dafür, dass das alles sauber hinterlassen wurde, auch dafür, dass Konflikte gelöst wurden und eben Verantwortung dafür, dass wir Klimawandel aufhalten. Und das hat mich so tief beeindruckt, also ich wollte sowas auch in Deutschland oder wenn ich dann zurückkomme, also ich bin dann nach Hause gekommen und habe Leute besucht, mit denen ich auch Klimacamps hier organisieren kann. So. Und das war wirklich ein Moment, wo ich begriffen habe, dass mit diesen Lernen, also rein kognitives Lernen über Probleme, das führt zu nichts und es gibt die Menschen, die gerade an der Macht sind, machen nichts, also reagieren nicht angemessen auf diese ökologischen und sozialen Krisen, in denen wir gerade stecken und ich muss nicht selber kommen. Und dieses Gefühl von, ja, es gibt auch andere Menschen, die das machen wollen zusammen, war also, ja, irres, ja, ein großes Lernen eben und wir haben angefangen dann im Rheinischen Braunkohlerevier Klimacamps zu organisieren seit 2010 und haben dann in dem Prozess auch wahnsinnig viel gelernt, wir haben angefangen Pressemitteilungen zu verschicken, so alles Sachen, die ich noch nie vorher gemacht habe, Finanzanträge zu schreiben und wir haben auch gelernt, dass ein Kohlebagger stillsteht, wenn 12 Menschen auf ihn zugehen und hochklettern. Also wir können Kohleabbau stoppen mit einer sehr kleinen Anzahl von Menschen. Und diese Prozesse wurden immer im Laufe der Jahre immer größer und heißt jetzt unter anderem Ende Gelände, also Massenaktionen, zivilen Ungehorsam gegen Kohleabbau. Und ihr erlebt das immer wieder als riesigen Lerneffekt, alleine das schon die Vorbereitung und wieder Menschen plötzlich sich selber organisieren. Und genau, und dann eben auch diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit erleben, so wenn dann, ich bin mal 12 mittlerweile, sondern tausende Menschen in eine Kohlegrube rennen und einen Kohlebagger aufhalten und gehen einfach inspiriert in den Alltag zurück und versuchen, Gesellschaft zu ändern, so das ganze Jahr lang auch. Und ich glaube, das ist ja so diese Aufgabe von Lernen überhaupt, dass wir eben nicht so ein Infopaket
nehmen und versuchen es in einen Kopf, einen anderen Kopf reinzupacken, so, sondern wir müssen Räume schaffen, in denen Erfahrungen möglich sind, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Freiheit zur Selbstorganisierung, so, und dass Menschen Verantwortung ergreifen. Ja, Murat, würde ich auch gerne fragen, so aus deinen Erfahrungen. Ich hatte eben schon gesagt, dass du seit Jahren in der außerschulischen Bildung tätig bist. Und magst du uns ein Beispiel erzählen, wie Menschen, mit denen du gearbeitet hast, im Bereich von globalen Lernen, also wie du mitbekommen hast, was das bei denen bewirkt hat? Ja, gerne. Ich habe wirklich mit ganz vielen verschiedenen Menschen angearbeitet, Schülerinnen, Sozialarbeiterinnen etc. Ich würde sagen, es gibt oder es gab viele Erlebnisse, wo ich dachte, wow, da ist ja wirklich mal etwas passiert in den Menschen. Das können sehr junge Menschen gewesen sein. Es gab aber auch zum Beispiel einen Sozialarbeiter aus Russland, der meinte, ach, so ein Faschist-Gs und ich solle doch bitte zu Herrn Putin und Frau Merkel gehen, nicht ihn jetzt behelligen mit dem Thema. Und das andere war natürlich, dass der Mensch Jugendarbeit macht und ich dann die Frage gestellt habe, was für eine Jugendarbeit denn sonst so bei ihm geschieht, wenn man das Bild nicht annimmt, dass man etwas verändern könne, dann müsste man sich ja eigentlich einen anderen Beruf suchen. Also ich denke, ich mache ganz gerne viel außerschulische Bildung. Ich war auch in den Schulen des zweiten Bildungswegs als Lehrer unterwegs und auch da erreicht man ganz viel. Also das Thema Klimawandel ist auch Schülerinnen bekannt, jenseits von BME, denn das ist in den Lehrplänen, aber ich denke, im globalen Lernen hat man einfach nochmal einen anderen Ansatz. Und ganz wichtig ist ja bei außerschulischer Bildung Authentizität der Lehrperson. Und insofern ist das, glaube ich, schon ein spannendes Feld für globales Lernen, weil es um Menschen geht. Die Inhalte, so komisch das jetzt klingen mag, sind dann vielleicht sekundär. Das Spannende ist, wie geht die Person um? Und deshalb meinte ich, Bildung kann man so und so verstehen, also es kommt auf die Bildung. Weil die Bildung erzeugt ja auch oft Macht und genau diese Macht ist es, die uns teilweise unsere Zukunft dann in Frage stellt. Insofern bedarf es vielleicht einer anderen Form von Bildung. Ich glaube, man kann da Menschen schon sehr gut erreichen und wahnsinnige Lernerfolge machen. Das Problem ist, man, oder ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber Bundesbehörden etc. verzweifeln oft an diesem Weg, dass Bildungswirksamkeit einfach wahnsinnig schwer zu messen ist. Und es gibt immer diese Wirkungsmodelle und die sind oft Theorie. Und das ist natürlich dann nochmal die spannende Frage, kann man das irgendwie nochmal abbilden, messen? Ich nehme an, Sie haben da ganz viele Erfahrungen in der Richtung. Die KMK muss ja irgendwelche Wirkungsmodelle vorlegen, klar. Ja, dann war
fragt euch vielleicht auch ihr ein Statement. Danke. Darf ich mit anfangen, ja? Ja, warum nicht? Kurz? Ja, ist ja jetzt nicht vorbereitet, aber kann ich gerne anfangen. Also es ist ja so die Frage, nicht? Was wollen wir mit Bildung erreichen? Ne? Und wenn man sagt, Bildungsprozesse müssen auf Autonomie abzielen, Menschen bekommen ja keine Kompetenzen vermittelt, sondern Menschen, junge Menschen, die alten Menschen erwerben sich ihre Kompetenzen ja selber. Und dann ist die Frage, wie muss Bildung gestaltet werden, dass sie diesen Kompetenzerwerb so unterstützt, dass wirklich Menschen urteilsfähig sind und handlungsfähig sind. Darum geht es. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Als Vertreter einer Bildungsadministration habe ich relativ große Probleme damit, sozusagen zu sagen, das ist meine Fortschrittsvorstellung und das ist meine Zukunftsvorstellung. Und in der und der Richtung möchte ich jetzt das Bildungssystem aufstellen, dass wir da und da hin erziehen. Da habe ich große Probleme mit. Und das ist in der KMK auch so. Das ist insofern muss man sich, glaube ich. Bitte? Wenn wir so Abkürzungen sagen, finde ich immer noch. Kultusministerkonferenz, ja. Das ist ja das oberste Gremium aller Schulen und Kultusministerien, die sozusagen zusammenarbeiten. Und vielleicht muss man auch wissen, um zu verstehen, warum die sozusagen nicht immer so bahnbrechende Sachen machen. Da herrscht das Konsensprinzip, das heißt, es wird nur das durchgesetzt, wenn alle zustimmen. Insofern ist das eine sehr defensive Bildungssteuerung. Aber ich wollte auf das Argument wieder eingehen. Also wie gestaltet man Bildung für nachhaltige Entwicklung und globale Lernen in Schulen und wie muss man Schule anders organisieren, dass das vernünftig funktioniert und dass tatsächlich dieser Anspruch von Zukunftsgestaltung auch umgesetzt werden kann. Ich will so drei Punkte nennen. Also einmal geht es darum, dass Schule die Schwäche hat, dass sie sehr stark in Kästchen denkt, in Fächern denkt. Und wir müssen Bildungsprozesse anders organisieren, dass vernetztes Denken und systemisches Denken stärker angerichtet wird. Das heißt also, wir müssen aus den Fächern heraus, aus dem fachlichen Denken heraus sozusagen auch über den Tellerrand schauen und unterschiedliche Fachperspektiven miteinander verknüpfen. Sonst können wir die Herausforderungen, die eben ja auch genannt worden sind, denen können wir nicht begegnen. Es geht nicht ohne systemisches Denken, egal ob es so eine Geschichte ist wie Klima oder die anderen Themenstellungen. Der zweite Punkt, den ich gerne nennen würde, ist, es geht auch nicht anders, dass man unterschiedlich sich bewusst macht, dass es immer unterschiedliche Perspektiven gibt. Vom Lokalen bis zum Globalen, von den Wissenschaftsdisziplinen her, wie aber auch von den Interessensgruppen. Das heißt, man muss deutlich machen, Lernen geschieht nie interessenungeleitet, sondern es gibt immer Erkenntnisse, die sozusagen in einem bestimmten Interessenkontext stehen. Der dritte Punkt ist klar, soziale, ökologische, ökonomische, vielleicht auch politische, kulturelle Dimensionen müssen betrachtet werden. Und vielleicht als letztes, wenn ich nochmal ganz praktisch die Schule sich meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach, und wir sind relativ viele in dem Kultus- und Schulministerium, wie wir denken, was verändert werden müsste. Ich glaube, Schule wird, lass mich eben nur die zwei Sachen ganz kurz sagen. Genau. Ja, vielleicht kann ich dich bitten, dass du das nochmal vor allem zum BNE genau. Also, wir sind relativ sicher, dass Lernen an der Schule nur dann tatsächlich Erfolge zeitigt, wenn auch der Lernraum entsprechend sich nachhaltiger gestaltet. Nichts ist blöder, als wenn man irgendwo in Biologie was über nachhaltige oder gesunde Ernährung hört und in der Schulverpflegung dann Junkfood angeboten wird. Das heißt also, Schulen sind auch als Institutionen aufgerufen, glaubwürdig zu sein und sich zu nachhaltigen Einrichtungen zu entwickeln, hinsichtlich ihres Ressourcenverbrauchs, hinsichtlich ihrer Energienutzung, hinsichtlich ihres Gebäudemanagements, hinsichtlich der Schulverlegung und so weiter. Und ein letzter Punkt, den ich auch als typisch für BNE, und das sind für mich so die 5, 6 Kernkriterien von BNE, der letzte, den ich nennen würde, ist, dass Schule sich, glaube ich, sehr viel mehr öffnen muss zu solchen Leuten, wie ihr sie seid, weil wir glauben inzwischen, dass man einfach diese zivilgesellschaftliche Perspektive braucht in der Lehrerfortbildung, bei der Gestaltung von Exkursionen, bei der Gestaltung von Partnerschaften, weil wir erleben es über BNE als unglaublich sinnhaft und fruchtbar, wenn sozusagen außerschulische Perspektive reinkommt und außerschulisches Wissen und außerschulische Kompetenz mit reinkommt. Und die Schulen, die da Vorreiter sind, egal ob das jetzt Fairtrade Schools sind oder Schulen der Zukunft oder UNESCO-Projektschulen, die zeigen eben, dass man
in Sachen Unterrichtsentwicklung, Schulentwicklung, Qualitätsentwicklung, Lernen einen anderen Sinn geben kann. Und die Schülerinnen und Schüler sind davon geprägt. Insofern hat das Erfolg. Und diesen Weg wollen wir in den Ministerien gehen, den wollen wir auf Bundesebene gehen, den versuchen vor allen Dingen mit diesem nationalen Aktionsplan, wo ich da tätig bin, mit einigen hier auch voranzugehen. Und das halte ich für erfolgversprechend. Du hast eigentlich schon das, was ich fragen wollte, nämlich welche Veränderungen du im Bereich, also oder mit BNE in Schulen auch anstoßen konntest. Und ich glaube, viele Punkte, die ihr angeschnitten habt, in welche Interessen sozusagen stecken da auch hinter oder welche Rolle spielen sie, da kommen wir im nächsten Schritt auf jeden Fall nochmal zu, wenn es um die Macht geht. Bevor wir damit einsteigen, möchte ich aber auch noch Bettina einmal fragen, aus deiner Erfahrung und Arbeit der letzten Jahre, ob du uns zunächst erstmal das Forum Kritisch-Politische Bildung vorstellen kannst, weil ich nicht weiß, ob alle von euch das kennen, und sagen kannst, warum du genau da aktiv bist. Ich würde gerne noch einen Schritt wieder zurückgehen, also ich stelle gleich auch das Forum vor, aber ich würde trotzdem auf die Debatte schon ein bisschen eingehen wollen und dann nochmal auf den Gedanken von vorhin. Ich versuche es aber kurz zu machen. Nur was ich ja so ein bisschen rausgehört habe, war die Frage, wo lernen wir eigentlich für eine sozial-ökologische Transformation? Lernen wir eher in Bewegungen und außerhalb von institutionalisierten Bildungsprozessen? Also ich habe Murat auch so verstanden, ne? Bildung macht Zukunft. Ist das überhaupt so, weil Bildung oft in Machtprozesse, in Herrschaftsprozesse eingebunden ist? Bei BNE haben wir ja ganz stark, das ist eine staatliche Verordnung von Bildung, wie eigentlich Lernen im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit stattfinden soll. Sie soll weiterhin mit wirtschaftlicher Effizienz und Leistungssteigerung einhergehen. Das heißt, es ist eigentlich die Antwort auch darauf, dass es schon eine Bewegung gibt, die mehr fordert. Und ich sehe darin auch eine bestimmte staatliche Einhegung, dass über Schulen eigentlich diesen größeren transformatorischen Weg eher zu beschneiden. Und auch in dem, auch wenn das sicherlich wohlwollend gemeint ist, zu sagen, wir müssen die Zivilgesellschaft jetzt eher in diese schulischen Prozesse BNE mit einbeziehen, dann nehme ich da eher eigentlich eine Form von Vereinnahmung, höre ich da raus, weil Schüler entscheiden sich gerade eher zu sagen, wir gehen raus aus der Schule mindestens einen Tag die Woche, weil wir lernen vielleicht woanders viel, viel besser. Und Dorothy hat das gerade beschrieben, ja, wie wir eigentlich in anderen Prozessen in Bewegung viel lernen können, weil sie nicht so vermachtet ist wie institutionalisierte Bildungsprozesse. Dennoch würde ich sagen, wir haben diese Institutionen und verbringen da sehr viel Zeit in Hochschulen, in Schulen, das ist ähnlich wie in Betrieben. Das heißt, wir müssen in diesen Räumen auch dafür kämpfen, dass wir eine Bildung uns aneignen können, auch in diesen Räumen, die wir brauchen. Und deshalb meine ich, eine Bildung für sozial-ökologische Transformation kann auch in institutionalisierten Formen, wenn auch eingeschränkt, stattfinden. Ich würde nur noch mal meinen Gedanken von vorhin aufgreifen, weil ich gesagt habe, wir stehen halt vor dem Problem, dass wir einen technischen Fortschritt oder ökonomischen Fortschritt so nicht mehr weiterdenken können, sondern eigentlich das die Bildung die Aufgabe hat, dass wir aufklären müssen oder aufklären sollen, weil Bildung ist für mich auch Aufklärung, dass wir Umgangsweisen, Bewusstseinsformen damit finden, wie wir mit dieser Krisenhaftigkeit einer multiplen Krise, also ich gehe nicht nur von einer sozial-ökologischen Krise aus, sondern flankiert mit einer Wirtschafts- und Finanzkrise, die immer wieder auftaucht, mit einer demokratischen Krise, mit einer Krise der Reproduktion, Ressourcenkonflikte, Energiekrise und so weiter. Also diese multiple Krise, damit müssen wir umgehen, mit dieser Krisenhaftigkeit und Endlichkeit. Und damit sich das nicht so fatal anhört, ja, ich denke einfach, dass Bewegung und kritische Bildung da gefragt ist, einen offensiven Umgang damit zu finden. Also nicht dieses Wegschauen, Verdrängen, ja, wir tun so, als ob das alles gar nicht passiert und oder retten uns irgendwie individuell mit unserem SUV irgendwie durch die Gegend, ne? Sondern wir versuchen kollektive Prozesse, im Bildungsprozess kollektive Reformen zu finden, wie wir mit dieser Endlichkeit und Krisenhaftigkeit umgehen können. Ich finde, es ist eine doppelte Herausforderung, weil einerseits standen wir schon mal vor einer großen Herausforderung, indem Hannah Arendt oder auch die kritische Theorie danach gefragt hat, wie lernen und denken wir eigentlich nach Auschwitz, das ist unsere Vergangenheit und gleichzeitig müssen wir die große Frage stellen, wie bilden wir uns eigentlich im Angesicht von Endlichkeit, also das ist von Endlichkeit des Planeten
und den Ressourcen, mit denen wir leben. Aber damit, ich finde, das Kraftvolle daran ist, gemeinsam darüber nachzudenken, offensiv damit umzugehen und auch zu sagen, so wie die SchülerInnen das ja auch jetzt tun und du auch eingangs gesagt hast, Dorothy, zu sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja? Also es geht nicht darum, jetzt abzuwarten, was irgendwelche PolitikerInnen verordnen oder auch an Kompetenzen uns irgendwie vermitteln wollen, sondern es geht darum, Bildung und Bewegung zusammenzudenken und gemeinsam bildend, lernend zu handeln in Bewegung. Und so ist vielleicht auch das Forum Kritische Politische Bildung. Wir sind ein Zusammenschluss, die sich überwiegend wissenschaftlich mit einem Netzwerk, einer Assoziation. Wir halten extra den Organisationsgrad niedrigschwellig. Wir wollen kein Verein sein, der dann auch wieder Hierarchien über Vorstand und so weiter pflegt, sondern wir haben eher einen assoziativen Charakter. Wir sind präsent über eine Homepage mittlerweile auf den Seiten der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, weil das ist unser zuvorderstes Anliegen, zu sagen, Bildung hat immer mit Inhalten. Wir beschäftigen uns mit epochalen Schlüsselproblemen, ja, mit Krisenproblemen, mit großen Fragen und wuseln nicht nur in so einer individualisierenden Kompetenzdebatte rum, sondern stellen uns den großen inhaltlichen Fragen. Deshalb haben wir eigentlich zwei Schwerpunkte. Wir versuchen ins Feld der politischen Bildung uns zu positionieren, zu intervenieren und wir haben einen zweiten Schwerpunkt, in dem wir halt versuchen zu kooperieren. Also so auch die heutige Tagung, ja, das ist ja eigentlich eine große Kooperation, das haben wir uns am Anfang gar nicht so gedacht, sondern wir dachten eigentlich an das Konzeptwerk Neue Ökonomie, dass sie mit uns zusammen die Tagung veranstalten. Da sind ganz viele KooperationspartnerInnen dazugekommen. Das finden wir sehr, sehr schön. Wir kooperieren eben mit der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, die versucht, sich auch jenseits der Universitäten, aber auch in den Hochschulen, Universitäten über kritische Gesellschaft, also andere Formen von Wissenschaft, von Inhalten, von Theorien einzubringen, eben kritische Gesellschaftstheorien. Wir kooperieren auch, indem wir sagen, Bildung ist nicht nur Schule und institutionalisiert, sondern Bildung findet im schulischen Raum, im außerschulischen Raum statt, in der sozialen Arbeit, ja, wir haben in Bewegung. Also wir versuchen auch nicht institutionalisierte, nicht didaktisierte Formen mitzudenken. Die Intervention, die wir machen, besteht momentan eigentlich in drei. Also wir intervenieren, denke ich, auch mit dieser Tagung. Wir intervenieren aber auch momentan ganz stark damit, dass wir es das hat jetzt mit dem Tagungsthema vielleicht etwas weniger zu tun, aber doch ganz viel, weil es geht um Demokratisierung. Wir haben das Problem, dass sich staatliche Behörden, Sicherheitsbehörden immer mehr mit Menschen beschäftigen, die in der politischen Bildung tätig sind, die in der Demokratieförderung tätig sind und versuchen zu sagen, bestimmte Leute, die da arbeiten, unter Extremismusverdacht zu stellen, die Verfassungsschutz, dass der Verfassungsschutz Leute sogenannte Sicherheitsüberprüft. Da haben wir interveniert, wir haben uns mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt und wir gehen jetzt gerade diese Woche sind wir online gegangen mit sogenannten häufig gestellten Fragen, wo wir darüber aufklären oder mit in die Debatte einspeisen wollen, was hat es mit dem Extremismuskonzept auf sich, was hat es mit diesen Sicherheitsüberprüfungen, mit der vorgehenden Extremismusklausel auf sich, was heißt eigentlich Demokratie, was finden wir problematisch an dem Gedanken sozusagen wehrhafter Demokratie, die immer auch danach fragt, wer sind eigentlich die Feinde dieser Demokratie. Wer das finden will, findet all diese FAQs eben auf der Homepage der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Da sind wir eben präsent und das ist eine ganz aktuelle Intervention, die wir ganz wichtig finden für eine Demokratisierung und eben auch für eine autonome, freie, politische, kritische Bildung, die eben nicht staatlich verordnet ist und auch nach Grundgesetz nicht staatlich verordnet sein kann. Ja, das demokratische Prinzip des Grundgesetzes heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke, also ich muss jetzt den Volksbegriff so nehmen, weil so steht er da drin, geht vom Volke aus. Ja, also nicht der Staat macht politische Bildung, sondern die Menschen, die in diesem Staat leben, können sich eben selbst politisch ihre Meinung und ihren Willen bilden und das sollen sie selbstständig tun. Und jede staatliche Intervention ist autoritär und hat eigentlich nichts mit dem demokratischen Prinzip zu tun, was wir uns in der Verfassung gegeben haben. Ja, vielen Dank.
vielen Dank. Es freut mich, dass ihr schon eigentlich fast in die Debatte eingestiegen seid und ich finde es schon deutlich geworden, wie viele unterschiedliche Menschen, Institutionen Bildung machen, aber auch welche Macht da eine Rolle spielt. Ihr habt schon gesagt, ne, wo seht ihr, dass es vielleicht eine Reaktion ist auf Forderungen beispielsweise von sozialen Bewegungen und wie sich da was verändert hat. Und genau, jetzt würde ich gerne so ein bisschen Richtung Macht gehen oder da mehr einsteigen. Und in der Vorbereitung haben wir überlegt, okay, wie können wir diesen Riesenbegriff runterbrechen oder uns da nähern. Und Bettina, du hast gerade eigentlich schon die perfekte Überleitung geschaffen, weil wir wollten einsteigen mit dem Beutelsbacher Konsens. Ich denke, viele, die insbesondere auch in der außerschulischen Bildung tätig sind, kennen den oder beim Antrag schreiben oder also er begegnet einem immer wieder. Ich möchte ihn trotzdem kurz vorstellen. Und zwar wurde 1976 auf einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung von Baden-Württemberg in Beutelsbach über politische Bildung debattiert, beziehungsweise in den 70er Jahren wurde darüber debattiert, vor allem in der Wissenschaft und in der Politik. Und auf dieser Tagung hat man einen Konsens gefunden. Also es ist der Konsens von diesen Menschen, die in den 70ern da zusammengekommen sind und haben drei, ja, Leitgedanken formuliert, die so ein bisschen die Zielsetzung von politischer Bildung definieren sollten. Und zum einen ist es das Überwältigungsverbot, das heißt, dass politische Bildung nicht indoktrinieren soll, SchülerInnen an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils hindern darf. Dann der zweite Leitsatz lautet, dass Kontroversen offengelegt werden müssen und sollen. Das heißt, unterschiedliche Standpunkte sollen vermittelt werden. Und sozusagen damit kommt dieser Beutelsbacher Konsens zu der Schlussfolgerung, dass deshalb der Standpunkt oder die politische Meinung der lehrenden Person deshalb auch in den Hintergrund rückt oder nicht so interessant ist, weil es ja dieses Gebot gibt, Kontroversen aufzuzeigen. Und das Dritte ist, dass Schülerinnen darin befähigt werden sollen, politische Situationen und auch ihre eigenen Interessen zu analysieren und politisch handlungsfähig zu werden. Genau, ich habe gesagt, es war eine gute Überleitung, weil ich wollte euch oder vielleicht frage ich dann nämlich dann die anderen, was ihr dazu denkt, sagen, ob euch auch schon mal der Vorwurf begegnet ist, dass ihr als politische Bildnerin oder eure Kollegin im Kontext von BNE, globalen Lernen, instrumentalisieren, der Vorwurf der Instrumentalisierung, ob euch begegnet und was ihr dem begegnen würdet. Vielleicht fangen wir bei dir an. Ich persönlich habe den Vorwurf jetzt nicht bekommen, aber ich habe ihn natürlich schon gehört bei anderen Leuten, die zum Beispiel ein Bildungsmaterial rausgebracht haben, ob denn diese Green Policy wirklich so gut ist, aber kauft die X-Card so und so und dann fährst du mit 100% Ökostrom. Und ihr kennt, glaube ich, solche Modelle. Und da gab es dann schon so Hinweise à la, nee, in Zeiten von Trump und Fake News kann man mit sowas gar nicht arbeiten. Und das sei ja eher eine weitere Verunsicherung von Lernenden, die man so gar nicht tragen hinnehmen könne. In dem Fall war es so ein persönlicher Konflikt, auf den ich dann auch gut hinweisen konnte. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, begegnet uns das schon immer wieder im globalen Lernen, auch gerade mit Lehrern, die nicht so genau wissen, was der Beutelsbacher Konsens eigentlich heißt. Also Politiklehrerinnen sollten es wissen, ob das Sportlehrer
vorlegen. Also natürlich muss das eine Grundlehrerin nicht unbedingt wissen. Und dennoch gibt es solche Halbwahrheiten etc. Gerüchte, die kursieren. Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel des AfD-Lehrer-Portals, wo Kinder aufgefordert werden, ihre Lehrer zu denunzieren. All das würde ich in diese Richtung falsch oder bei der AfD würde ich sagen, absichtlich falsch verstanden. Aber ansonsten falsch verstandenes Verständnis von dem Beitrittspartner Konsens. Ich persönlich glaube, der hilft in unserer Arbeit, denn es geht zum Beispiel beim Neutralitätsgebot doch nur darum, seinen Standpunkt deutlich zu machen und nicht in irgendwelcher Form neutral zu sein. Und genau das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, für Bildungsveranstaltungen des globalen Lernens. Ich würde gerne noch in die Debatte einsteigen mit Herrn Bürger, aber ich will euch jetzt nicht nach dem Stressen das so lange aushalten lassen. Und deshalb beschränke ich mich erstmal. Vielleicht kommt ja von euch eine Frage beim Zukunftsteil. Danke. Also ich hatte tatsächlich mit diesem Beutelsbacher Konsens noch nie ein Problem, also auch nicht in meiner Zeit als Schullehrerin oder also da, dass mir vorgeworfen wurde, dass ich die Jugendlichen irgendwie indoktrinieren würde oder so. Und ich finde es auch, ich verstehe den auch tatsächlich nicht so, dass ich neutral sein soll. Das hast du ja schon gesagt. Also es geht ja darum, verschiedene Positionen zu zeigen und abzubilden. Was ich in der Bildungsarbeit sowohl in der Schule als auch außerhalb wieder erlebt habe, ist, dass meine Persönlichkeit als Mensch total wichtig ist und die Beziehung, die ich zu einer Gruppe habe. So. Und da kann ich ja nicht so tun, als hätte ich keine Wertorientierung oder keine politische Einstellung. Und dass das eigentlich genau so dann der Transportkanal ist oder so der Weg, wie dann wieder auch Inhalte vermittelt werden oder warum Menschen zuhören oder was ihnen hängen bleibt. Und ich weiß nicht, als ich an meine alte Schule zurückkam, ich war dann in meinem letzten Jahr Klassenlehrerin an der siebten Klasse und die habe ich gar nicht erst versucht, irgendwie lange irgendwas über Politik zu erzählen. Die habe ich in Englisch unterrichtet und die haben auch gar nicht zuhören können, aber die, also ganz oft, und die wissen, glaube ich, die ganzen unregelmäßigen Verben nicht mehr, die ich ihnen beigebracht habe, aber die konnten sich dann erinnern, dass ich immer mit dem Fahrrad diese 5 Kilometer den Berg hochgefahren bin zur Schule oder so. Ne? Also da war, also, und ich glaube, dass bei der Bildung einfach oft wir was ganz anderes vermitteln, als wir eigentlich wollen. So. Und dass das manchmal nicht, genau, und dass da einfach so wir als Person, als Lehrperson ganz zentral ist. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, okay, dafür stehe ich. Und es gibt auch mal auch die andere Meinung und genau, ein Spannungsfeld, aber einfach so dieses kritische, lebendige Denken irgendwie zu vermitteln. Und was ich halt total wirklich besorgt, also ja, sehr schade und besorgniserregend ist, dass anscheinend bei vielen Menschen oder Lehrern und Lehrerinnen so eine Selbstzensur irgendwie entsteht, die ich gar nicht nötig finde und habe jetzt irgendwo vor kurzem auch gelesen, dass in der Zeitung so eine niedersächsische Schule eine Veranstaltung zu Syrien nicht hat in der Aula stattfinden lassen, die dürfte nicht stattfinden, also da ging es um syrische Kultur. Und die Syrien vor dem Bürgerkrieg noch, und das war zu politisch. Und das ist natürlich, okay, also, und da ist es eine Angst vor politischer Stellungnahme und überhaupt sich mit Politik zu beschäftigen, die völlig überzogen ist. Und die, ja, und wir müssen halt einfach auch uns klar machen, dass es auch so eine Neutralität nicht gibt, denke ich. Also allein durch, auch wenn wir neutral sein wollen, haben wir durch die Auswahl der Themen und die Themen, die wir weglassen, einfach schon eine ganz klare Linie vorgegeben. Darf ich noch was sagen zum Thema Macht? Ich hatte eigentlich was auf dem Ganz Bild. Kurz.
also was ich aber zu dem Thema, wo mir Thema Macht begegnet, ist gar nicht so sehr so dieses Form von Parteilichkeit oder so, sondern an den Strukturen, so, die uns entgeben. Also das ist so für mich so, das ist das, was vielleicht auch mein großer Pessimismus, also mein Blitzlicht am Anfang so rauskam, dass diese Strukturen, in der wir uns umgeben, eine ganz andere Sprache sprechen als die Inhalte, die wir vermitteln. Und das hast du auch schon gesagt, also wenn das Schulessen nichts taugt und wir in der Bio aber lernen, wie es eigentlich sein soll, bringt das nichts. Und ein anderes Beispiel dafür wäre zum Beispiel diese ganzen Smartboards oder Whiteboards und diese ganze Materialschlacht, die jetzt im Zuge der Digitalisierung an die Schulen kommen wird. Und dann aber auch einen technischen Ausrüstung, die in 3 Jahren schon wieder überholt sein wird und kaputt geht und erneuert werden muss, irgendwie über die sozialen und ökologischen Auswirkungen von Rohstoffabbau im globalen Süden irgendwie einen interaktiven, vernetzt, fächerübergreifenden, vernetzten Workshop zu machen, das ist einfach, dann sprechen einfach die Strukturen die prägen einfach mehr als die Inhalte, die vermitteln. Und das, da begegne ich Macht. Magst du auch noch was? Ja, klar. Also, sehr gerne. Also, mir ist natürlich klar, dass ich hier am meisten gebasht werde. Aber ich halte auch gerne gegen. Also, bei der Analyse von meinen Vorrednerinnen, aber auch von mir, bin ich übrigens genauso. Es ist 2 Minuten vor 12, nicht mehr 3 vor 12. Wir überschreiten permanent planetarische Grenzen. Der Handlungsdruck ist unglaublich hoch. Also da erstmal Konsens. Nicht Konsens ist, sozusagen zu verunglimpfen, dass das, was wir hier machen, und das möchte ich nochmal in einer sehr großen Ernsthaftigkeit auch deutlich machen. Wir haben hier auf Bundesebene einen nationalen Aktionsplan gemacht, Bildung für nachhaltige Entwicklung, und da war nicht die Bildungsbeute in der Majorität, sondern da waren 2 Hanseln, die waren aus der Bildungsadministration und einer war ich. Und der Rest war Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Und wir haben ein Papier geschaffen, unter Kapitel Schule, was ich gerne auch zum Lesen empfehle, was nicht ideologisch aufgeladen ist und was nicht Ausdruck von Macht ist, sondern was sozusagen einen systemischen Blick auf Lernen bietet. Nämlich, was muss man machen, um entsprechend Bildung und in seiner Organisation so zu verändern, dass tatsächlich Freiheit ermöglicht ist und Selbstbestimmung und selbstbestimmtes Lernen. Das war das Ziel. Und da gibt es bestimmte Hebel, die wissenschaftlich auch fundiert sind, wo man vor allen Dingen ansetzen muss. Und die Hebel sind ja genannt, also ich nenne mal so 2, 3 ganz wichtige, die erfolgversprechend sind, natürlich Lehrplanentwicklung. Ich hatte ja eben was vernetzten Denken gesprochen, Lehrerfortbildung, Lehrerausbildung, Öffnung von Schule. Das sind die zentralen Punkte, um Schule zu verändern. Jetzt zum Wolfensbacher Konsens, wo ich auch mal ein kleines Missverständnis gerne mal ausräumen möchte. Es gibt kein Neutralitätsgebot, das steht nicht im Wolfensbacher Konsens. Da drin steht, wie er das eben richtig gesagt hat, das Überwältigungsverbot. Das heißt aber nicht, dass wir, die hier in Schule tätig waren, und ich war das übrigens auch ziemlich lange, dass wir neutral bleiben brauchen. Wir dürfen unsere eigene Meinung haben und die sollen wir sogar haben. Und wenn wir Vorbilder sind, wie wir mit dem Fahrrad fahren, ich bin auch so ein Fahrradfahrer, dann wirkt das oft mehr als das ganze Gerede. Das heißt also, ich erwarte von Schule, dass sie Position bezieht. Und nur an solchen Vorbildern, wo Lehrer und Lehrerinnen, aber auch eben die außerschulisch Beteiligten entsprechend authentisch handeln, da kommt auch was in Gang. 2. Punkt. Kontroversitätsgebot finde ich auch nicht so richtig ausgearbeitet hier in der Diskussion. Das Wichtigste, und das hatten wir beide unter dem Vorgespräch gesagt, es geht darum, Konflikte deutlich zu machen, Dissens deutlich zu machen, nämlich nur aus Konflikten und aus der Beschäftigung mit Konflikten kann man sich ein eigenes Urteil bilden und dabei entsteht was Neues. Das heißt, wir müssen einfach sehr viel stärker diese Konfliktstrukturen und diese Konfliktkultur entwickeln, damit wir entsprechend jungen Menschen eine Chance geben, auch weiterzukommen. Und dass sie jetzt bei Fridays for Future entsprechend Regeln übertreten, ist ja gerade das Prinzip, um was zu verändern. Und das hätte ich an ihrer Stelle in dem Alter auch gemacht. Also es ist richtig, sowas zu machen. 3. Punkt, Schülerorientierung.
was da für eine Brisanz drin steht, meine ich, ist auch in der Diskussion bisher nicht so richtig rübergekommen. Schülerorientierung heißt, wenn man das ernst nimmt, und das ist ja vielen in der Bildungsadministration gar nicht klar, dass sozusagen die Schüler und Schülerinnen ja sehr viel stärker darüber bestimmen, was in der Bildung passiert. Das heißt, sie ermächtigen sich dessen, was sie mal lernen wollen, was sie für Einstellungen bekommen und so weiter und so fort. Und wenn wir es schaffen, unser Bildungssystem so zu verändern, dass dieser Gedanke der Schülerorientierung, der dritte des Wolfsbacher Konsenses, tatsächlich der zentrale wird, dann glaube ich, haben wir auch aus dem System heraus mehr gewonnen. Dass ich natürlich eine andere Position vertrete als meine Nachbarin, ist klar. Aber ich bin der Meinung, nur dadurch, dass man jetzt älter wird und entsprechend im System versucht zu wirksam, dass man dann automatisch Unrecht hat, also die These vertrete ich nicht und die finde ich auch nicht nachvollziehbar. Ich würde dich, oder ich, ihr habt ja im Forum, soweit ich das verstanden habe, einen, ich weiß nicht, Gegenwurf, aber Gegenentwurf, sondern vielleicht auch eine Weiterentwicklung vom Wolfsbacher Konsens. Vielleicht magst du die vorstellen. Es war ja auch, klang eher an so sehr dynamisch. Was wäre, wenn es der dritte Punkt? Interpretation. Genau, der dritte Punkt stärkere Gewichtung findet. Wie versteht ihr den oder wie geht ihr damit um? Aber vielleicht erstmal wir oder ich bashe keine Person, sondern Strukturen. Und ich meine, wenn aus dem Ministerium heraus ein Vorschlag kommen würde, sozusagen, der so weitgehend wäre, dass er in der, für eine sozialökologische Transformation denkbar wäre, dann müssten wir hier so nicht sitzen. Ne? Also der GNE und deine Tätigkeit auch, also du tust bestimmt im FDP-geführten Ministerium, was du kannst, ne? Aber es ist halt auch einfach so, dass ich im Moment, ja, ich habe ja auch von hinten die Frage, wie können wir eigentlich eine politische Transformation da denken, nicht davon ausgehe, dass aus wem auch immer geführten Ministerium da solche Vorschläge kommen gerade, ne, die uns, du sagst, wer weiß, ne, im Endeffekt glaube ich auch, aber genau, das ist einfach der Grund, warum ja BNE oder ich müsste das lange ausführen, warum es mir nicht zu weit geht oder ich das System immanent, hätte man früher gesagt, finde. Das andere ist aber, du hast mich eigentlich nach der Frankfurter Erklärung gefragt, dieser Wolfsbacher Konsens, er ist ja irgendwie ein Mythos, ja, also es war ja noch nicht mal so, dass der aus einer Tagung von den Männern, ich weiß gar nicht, ob da eine Frau mit dabei war, ich glaube aber nicht, 1976, deshalb kann ich mir die männliche Sprechform jetzt hier so erlauben, das waren Männer, die sich da getroffen haben und das, der wurde noch nicht mal auf der Tagung verabschiedet, sondern es war eine Protokollnotiz von demjenigen, der das Protokoll geschrieben hat, im Anschluss an diese Tagung und bildet seitdem halt so diese Leitschnur für die schulische politische Bildung. Das ist überhaupt keine rechtliche Rahmung. Wir haben das Grundgesetz, wir haben Menschenrechte oder so, die rechtliche Rahmung binden, sondern das war so eine Protokollnotiz. Dennoch ist es so, wie du gesagt hast, ne, ich meine, wenn man den in seiner Dreifaltigkeit, in seiner Dreigliedrigkeit denkt, und nur so ist er denkbar, nicht als Einzelner, nicht nur das Indoktrinationsverbot gilt, sondern mit der Schülerorientierung und mit dem dritten Konsens, mit dem Kontroversitätsgebot zu sagen, alles, was in Wissenschaft und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, muss auch in die politische Bildung einfließen. Nun haben wir das Problem, wenn wir schon mal Wissenschaft anschauen, ne, was wird da ökonomisch gerade kontrovers diskutiert, ne, sondern wir haben Neoklassik, neoliberale Denkweisen, die an Unis gelehrt werden. Also da schränkt sich dieser Wolfsbacher Konsens ja schon ein. Und die SchülerInneninteressen, dieser dritte Punkt, der wurde eigentlich nie wirklich ernst genommen. Das heißt nicht nur, dass politische Bildung sich an SchülerInteressen orientieren soll, sondern die sollen auch noch lernen, wie die operationalisierbar werden, also wie sie eigentlich handelnd befähigt werden. Und das habe ich in Schule, also ich begleite jetzt Schule auch seit 15, 20 Jahren, noch kaum gesehen. So, es sei denn, es geht von den SchülerInnen selbst aus, ja, dass sie eigentlich sagen, wie machen wir unsere eigenen Interessen, auch politischen Interessen, operationalisierbar im Handeln umsetzbar. Also, genau. Das heißt, irgendwie wird er auch nicht wirklich umgesetzt, sondern was halt passiert ist, der wurde dann als Neutralitätsgebot in der Lehramtsausbildung, vor allem in der zweiten Phase, auch so verkauft. Ja? Und da kann jetzt die AfD super dran anknüpfen. Ne? Du hattest es ja reingebracht. Und sie sagt ja, sie macht nicht ein Meldeportal, sondern sie macht rechtliche Aufklärung für die armen LehrerInnen und für die armen SchülerInnen. Ja? Die verkaufen es als rechtliche Aufklärung dieser AfD-Portale und dann auf den Meldebutton kommt man auch teilweise erst, wenn man sich so ein bisschen durchklickt. Ne?
Und es ist keine rechtliche Aufklärung, sondern es ist Verunsicherung und es steckt überhaupt kein Neutralitätsgebot drin, aber es wurde jetzt auch schon ein paar Mal erklärt, sondern als politische Bildnerin hat man gerade die Aufgabe, transparent zu machen, welche normativen Annahmen man trägt und transparent zu machen, wohin die Reise für einen selbst da inhaltlich irgendwie geht. Für die außerschulische politische Bildung gilt ja schon mal gar nicht. Ja? Also, da hat er sich nur eingeschlichen, meine ich, dadurch, dass er in Förderanträgen drin steht. Ne? Und dass ich jetzt so als Bekenntnis, also wir schreiben dann alle, ja, na klar, ne, richten wir uns nach dem Görlitzbacher Konsens, weil alle wollen ja diese Fördergelder vom Staat bekommen. Nur die Frage der Legitimität, ne, man müsste dagegen eigentlich stärker vorgehen. Und wir haben uns auch in diesen FAQs damit auseinandergesetzt. Schaut da gerne nach. Ja, wir haben auch die Frage gestellt, was heißt eigentlich politische Neutralität für die Bildung? Ne? Das steht da auch drin und wir versuchen da auch weitere Informationen irgendwie zu schalten. Genau, deshalb haben wir die Frankfurter Erklärung auch entwickelt in einem auch kooperativen Schreibprozess mit über 20 Leuten, schulische, außerschulische Bildung, Wissenschaft, wo wir gesagt haben, wie müsste eigentlich dieser Beutelsbacher Konsens erweitert werden, neu gedacht werden, was sind eigentlich Standards in der außerschulischen politischen Bildung, findet ihr auch auf unserer Homepage. Und ich glaube, mehr sagt jetzt nicht zur Frankfurter Erklärung, das könnt ihr dann nachlesen. Ich würde gerne mal auf den Machtaspekt eingehen, weil wir haben jetzt über herrschaftliche Strukturen gesprochen. Macht heißt ja aber auch, und da komme ich von Hannah Arendt, das gemeinsame politische Handeln. Und das heißt, wenn wir uns zusammentun und uns gemeinsam bilden und handeln, dann entwickeln wir Macht. Also wir können den Begriff hier auch ganz anders deuten und so ist ja auch hier eher gemeint, nämlich die Macht oder die Herrschaft, die Bildung einschränkt und begrenzt und darauf einwirkt, sondern wie können wir uns eigentlich durch kollektive Prozesse, denn das ist das Politische. Wir reden nicht über das Individuelle, sondern wir reden über das allen uns Gemeinsame. Wie können wir das eigentlich stark machen und uns gemeinsam bilden und bewegen, die Verhältnisse verändern. Und damit entwickeln wir auch ein ganz anderes Bildungsverständnis, als was wir heute haben. Andreas hat es eingangs ja schon gesagt, wir haben einen hochindividualisierten Bildungsbegriff. Also immer, dass wir Individuen bilden, dass die sich selbst organisiert, dass sie selbst organisiert lernen, die ganzen konstruktivistischen Lerntheorien, die als emanzipativ verkauft werden, halte ich für hochproblematisch, weil sie suggerieren, wir bilden uns als Individuum und wir tun das in so Einzelzellen sozusagen. Ne? Und diese Bildung geht auch immer mit einer, nicht Selbstorganisation, sondern Selbstdisziplinierung, Selbstherrschaft, ne, steckt darin einher. Und deshalb würde ich vielleicht auch gerne bei diesem, was heißt eigentlich Bildung für eine sozialökologische Transformation, dass wir rauskommen aus so einem hochindividualisierten Bildungsverständnis. Was auch immer wieder versucht, die Subjekte, die Individuen zu verändern und nicht die Verhältnisse. Und das ist das größte Problem. Ich würde mal von dem Beutelsbacher Konsens weggehen. Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, es ist ein Instrument, das viel genutzt wird. Und das wollten wir eigentlich zeigen, wofür es genutzt wird. Ich würde dich, Murat, gerne noch in eine andere Richtung von Macht was fragen. Du machst beim globalen Lernen die postkoloniale Perspektive sehr stark. Und vielleicht magst du erstmal erläutern, was überhaupt eine postkoloniale Perspektive ausmacht, insbesondere am oder im globalen Lernen. Und dann, ja, deine Einschätzung mit uns teilen, inwiefern globale Perspektiven in der politischen Bildung mitgedacht werden und inwiefern das dann mit Macht zusammenhängt. Okay, ich würde sagen, globale postkoloniale Blickrichtung wären vor allem dekoloniale, globale. Ein dekolonialer, globaler Blick, der gern auch eher die untold stories zum Besten gibt, quasi die an den Rand gedrängten Philosophien. Ich habe
ein Beispiel, ich würde sagen, in der politischen Bildung gibt es sehr wenig, oder anders gesagt, ich persönlich habe jetzt relativ wenig in Deutschland mit wirklich globalen Perspektiven außerhalb unseres EZ-Bereichs zumindest zu tun gehabt. Magst du kurz EZ? EZ, Entschuldigung, Entwicklung, Zusammenarbeit. Also, ich denke aber auch, also Ambivalenz ist irgendwie so ein ganz wichtiges Wort in meinem Leben geworden. Also ich denke, einerseits haben wir es gerade mit einer wahnsinnig wachen Gesellschaft zu tun. Wenn ihr euch Deutschland anschaut, wird zum Beispiel in Museen der Versuch unternommen, sie zu dekolonisieren. Das heißt, dass man Archive, Depots, Leerräume mit kolonialen Raubgütern, das geschieht teilweise immer noch viel zu langsam, aber es gibt durchaus etliche Leute, die sich darum kümmern. Und es gibt zum Beispiel so ein Programm, das nennt sich 360 Grad. Da werden Museen in Deutschland umgebaut für die Migrationsgesellschaft. Das Ganze sind aber oft noch Sachen, die in den Kinderschuhen stecken. Also ich persönlich arbeite an einer recht bekannten Gedenkstätte in Berlin. Die ist sehr homogen und dort gibt es eigentlich kaum Menschen, die irgendwelche anderen Hintergründe haben. Insofern würde ich sagen, wir eignen die uns gerade an, aber gerade in der politischen Bildung gibt es viel zu wenig wirklich globale Perspektiven. Oftmals gibt es auch das Problem bei uns, dass globales Lernen draufsteht, aber an sich ja dann doch wieder der globale Norden mit der Lernleistung kommt und sagt, naja, so müsste es eigentlich sein und ihr müsst lernen, was Menschenrechte eigentlich heißt. Und da sehe ich auch die Ambivalenz und auch ein Problem, zum Beispiel von BNE und globalen Lernen in der Schule. Ich behaupte immer, Jugendliche sind sehr schlau und sie sehen, dass wir ambivalent agieren. Wir sagen A, machen B, und das sind die. Und dementsprechend sind die auch teilweise jetzt nicht so wahnsinnig hinterher, wirklich etwas zu tun. Das klingt gemein, das muss ich jetzt wieder streichen. Ich denke eher, sie sehen, dass wir uns oft als Erwachsene in die Tasche lügen. Und ich habe ganz viel im Bereich Nationalsozialismus gemacht, gearbeitet und da gibt es die Rede vom sozial erwünschten Handeln. Also alle Schülerinnen nicken, wenn ihr sagt, Auschwitz war schlimm. Ja. Ich habe einmal eine Schülerin gehabt, die meinte, ja, es war schlimm. Circa 2 Minuten später meint sie, naja, die Juden in Israel, die machen doch dasselbe wie die Nazis. Und deshalb würde man die doch töten. Und da dachte ich, oh, spannend, wie geht das denn? Eben gerade wollte sie noch das machen und jetzt will sie Menschen töten. Ich glaube, insofern haben wir es auch im Bereich BNI oft mit sozial erwünschten Handeln zu tun. Wir haben in Berlin die NERV
Nelson Mandela Schule, die ist eine Diplomatenschule, also haben wir dort wahnsinnig gut situierte Schülerinnen. Als Ebbets dort war und gefragt hat, welche Handlungsoptionen kennt ihr denn? Ja, Fair Trade. Und da hört es auch auf. Und das zeigt mir ein bisschen, nein, die Jugend ist nicht schlimm. Des fähigen Gottes will nicht sagen, Kids are alright. Das ist so mein Mantra. Aber wir haben ein Problem mit diesem sozial erwünschten Handeln. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach auch die Frage stellen, was heißt Macht? Andersrum fällt sich sehr wohl, dass globales Lernen aufgenommen worden ist in die Schulen, weil dadurch hat das globale Lernen wiederum gemacht. Die anderen Lehrern zeigen doch, es ist wichtig, das hier zu tun. Und deswegen wieder ambivalent alles, aber ich würde sagen, Macht sollte man vor allem so einen globalen Blick haben und da muss man ehrlich sein und sagen, vielleicht müssen wir andere sprechen lassen und auch mal einfach tun. Also gerade auch aus der Erfahrung im Nationalsozialismus sage ich, es darf nie wieder so weit kommen, dass man sagt, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Und egal, ob das Erinnerungskultur der BNE ist, ich würde mir da schon eher sagen wollen, okay, ich mache es richtig, oder ich versuche es, aber ich würde nicht sagen, so müssen die anderen jetzt auch handeln. Ich weiß sehr gut, eine Konferenz in Sachsen-Anhalt, wo der Ministerpräsident meinte, weil die deutschen Umweltstandards so hoch sind, solle Deutschland weiter groß produzieren und dadurch sei es ja nachhaltig. Und ich glaube, das ist ein ziemlich rassistischer Gedanke, verpackt in so ein gute Miene-Spiel. Danke. Ich würde vorschlagen, weil wir eine halbe Stunde später angefangen haben, das auch ein bisschen überziehen, bis Viertel vor zehn. Und ihr habt eigentlich schon unglaublich viele Beispiele gebracht, in welchen Momenten Bildung vielleicht die Strukturen oder die vermachteten Strukturen gar nicht antickt oder da im Rahmen sind, dann wieder Beispiele, wo sie vielleicht da genau daran geht und darüber hinaus geht, sie verändert. Ich würde jetzt gerne noch mal zu einem anderen Thema springen, weil das hier auch angeklungen ist schon in euren Beiträgen, Tina und Murat. Ich muss mal bloß vom Rechtsruck zu sprechen, sagen wir mal, die AfD ist in immer mehr Parlamenten, irgendwie die EU schaut zu, wie Menschen im Mittelmeer sterben und genau, ihr habt selber gerade schon Beispiele auch davon gebracht, wie die AfD aktiv sich in Bildungsprozesse einbringt. Insgesamt, genau, rechte Meinungen können und werden mehr gesagt, als früher der Fall war. Inwiefern beeinflusst euch dieser Rechtsruck in eurer Arbeit oder beeinflusst er euch bereits und wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Ja, also das ist eine Wahnsinnsherausforderung und das ist ja auch das, um das anzuschließen an das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wie geht man mit so etwas um? Wie geht man damit um, dass fortverhetzend und auch völlig menschenfeindlich eben agiert wird und nur eigene Interessen verfolgt werden, vermeintliche eigene Interessen verfolgt werden? Wie geht man damit um?
Machtfunktionen. Das kann nur so gehen, dass man eben entsprechend Strukturen offenlegt und eben aufzeigt, was dahinter steckt, auch im ganz kantschen Sinne sozusagen, das analysiert und immer wieder den Versuch von unternimmt, dass junge Menschen und ältere Menschen verstehen, was da passiert. Und um auch nochmal auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, ja, wie kann man denn was lernen? Also wir müssen ja auch mal ein bisschen ehrlich sein. Die meisten, die hier als Studenten sitzen, kommen wahrscheinlich ziemlich aus der Mittelschicht und deren CO2-Fußabdruck ist wahrscheinlich relativ schlecht. Es ist ja eine Tatsache, dass ärmere Menschen einfach einen besseren ökologischen Fußabdruck haben. Und das müssen wir uns bewusst werden. Und diese Unehrlichkeit, die da drin steckt, glaube ich, ist schon ein erster Schritt damit, um dann persönlich auch ein Stück weit ehrlicher umzugehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ne? Und das ist eben nicht nur eine Frage des ökologischen Bewusstseins, sondern auch eine Frage des politischen Bewusstseins. Ne? Und man kann sich nicht darauf ausruhen und sagen, ja, jetzt haben wir das und das geschafft, jetzt haben wir Auschwitz hinter uns, und jetzt haben wir Gedenken nach Auschwitz gelesen. Alle, nein, es ist immer wieder ein neuer Selbstermächtigungsprozess rein. Und dazu ist eben nicht nur die Zivilgesellschaft aufgerufen, sondern auch kleine Replik auf meinen, an meine Nachbarn, auch eben wir als Lehrer, ja, die sind da gefordert. Ja, bitte. Das kann ich doch nochmal anschließen, weil also zum einen denke ich ja auch, dass die Entwicklung, dass die Gesellschaft sich nach rechts verschiebt oder völkisch-nationalistischer wird, nicht nur mit der AfD zusammenhängt. Also wir haben jetzt die AfD als Beispiele mit dem Meldeportal genannt, aber auch da habe ich ja schon gesagt, dadurch, dass der Beutelsbacher Konsens vorher schon als Neutralitätsverbot zum Teil verkauft wurde, auch in der Lehramtsausbildung, da kann ja die AfD nahtlos dran anknüpfen und so ist es in ganz vielen anderen Politikfeldern eben auch. Die haben Steilvorlagen gelegt bekommen, ne? Sozusagen können jetzt bestimmte Dinge einfach auch aufgreifen, die andere Parteien der Mitte vorher, ne, neoliberale Politik, Sozialstaatsabbau, damit kann man jetzt natürlich dann irgendwie dann auch punkten. Ich würde nur gerne vielleicht auf den, also nochmal größer sozusagen auf diese Eingangsstatement von mir eingehen, zu sagen, wie können wir heute Fortschritt denken? Und meine, ich habe ja die These in den Raum gestellt, die diskutabel ist. Es gibt keinen Fortschritt mehr, so keinen wirklichen Fortschritt. Und dann müsste man fragen, welchen Fortschritt meine ich denn? Ne? Und ich meine einen technischen Fortschritt, einen ökonomischen Fortschritt, aber ich frage mich auch, was wir eigentlich, ob nicht unser Hemmnis da, auch die Vision zu entwickeln, so also nach vorne, ne? Also so wurde das ja immer gedacht mit Fortschritt oder mit Utopien, ja, man entwickelt eine Gesellschaft weiter nach vorne gedacht, ob es nicht auch daran liegt, dass es uns so schwer fällt, angesichts von bestimmter Endlichkeit, dieses nach vorne zu denken. Und nun gibt es ganz stark gesellschaftliche Kräfte, die denken rückwärtsgewandt, ja, also die denken zurück zum Nationalstaat bringt das Heil, ja, zurück zu bestimmten alten Logiken fossiler Energie. Damit sind ganz klare Macht- und Herrschaftsinteressen verbunden. Es sind Akteure, die darüber Profite abschöpfen. Aber es gibt eine, in dem Prozess ganz viel Denken, was rückwärts gemeint ist. Und ich würde auch sagen, bestimmte Momente, die Stabilität aufrechterhalten wollen, da könnte man prüfen, gehört BNE, finde ich, dazu. Ja? Also geht es darum, der gesellschaftlichen Status quo auch stabil zu halten. Genau, es wäre zu prüfen, würde ich sagen. Und es gibt ja wahrscheinlich auch so viele Ausformungen davon. Ne? Man müsste sich dann Konzepte angucken. Sind eigentlich in sich regressiv, meine ich in der Antwort. Ja? Also rückschrittlich. Und insofern stellt sich für mich bei so einem Rechtsruck oder einer Rechtsentwicklung immer die Frage, was sind eigentlich Momente, wie wir Visionen, neue Ansätze entwickeln können, die uns was anderes denken lassen, ohne in eine Fortschrittslogik zu verfallen, an denen andere Projekte, vielleicht schon Großprojekte, auch gescheitert sind. Genau, aber es wäre was diskutabel wäre sozusagen, ja, was man länger diskutieren müsste. Aber insofern, der Rechtsruck hängt ja damit zusammen, zu suggerieren, wir können die Verhältnisse so belassen, wie sie sind. Und bestimmte Gruppen haben natürlich auch ein Interesse daran, zu sagen, ne, wir wollen keine Veränderung und wir wollen weiter Gewinne abschöpfen, wir wollen eine Profitmaximierung. Es ist ja kein Wunder, ich meine, er steht jetzt stark im Zentrum, aber Trump, ja, ist der Vertreter der Milliardäre.
und politisch, ja, und auch die AfD vertritt eine bestimmte Klasse, ja, auch wenn andere sie wählen, aber einfach von den Menschen, die da aktiv sind, da ist eine Adelsschicht aktiv, ja, also für Deutschland eine bestimmte gesellschaftliche Elite, die immer noch wirkmächtig ist oder gerne Wirkmächtigkeit zurückerlangen möchte, das ist ein Flügel innerhalb der AfD. Wir haben neoliberalen Wirtschaftsflügel, das ist ein Flügel der AfD. Also da kommen ja ganz viele elitäre gesellschaftliche Gruppen zusammen. Ich werfe mal kurz eine These in den Raum, weil also es waren jetzt so große Gedanken. Ich frage mich dann, oder meine These, irgendwie hat Bildung dann nicht versagt, dass es überhaupt irgendwie so wirkmächtig ist. Und was heißt es denn jetzt so, wenn ihr mit Jugendlichen arbeitet, mit jungen Erwachsenen, Studierenden, wie wollt ihr dem begegnen? Mag da irgendwie wer was zu sagen? Ich würde dann in der Zwischenzeit die vielen Fragen von euch kommen mal sichten und dann auch einbringen. Ich weiß nicht, fiese Fragen. Also ich finde das eine Überforderung, muss ich wirklich sagen, weil das sind ja zwei Sachen. Ich finde die Ursachenanalyse richtig, die gerade gebracht wurde, und die Bestrebung, die dahinter sind, die finde ich auch richtig. Das muss jeder selber für sich sagen. Ich rede jetzt auch für mich persönlich. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dass Bildung sozusagen das auflöst, sondern das sind tatsächlich eben Fragen, warum wählen Menschen die AfD? Sicherlich aus Kränkung, das ist auch ein Ausdruck von Systemkritik indirekter, das ist ein Ausdruck von fehlender Hoffnung, dass es weitergeht. Und das ist sicherlich auch ein Ausdruck davon, dass unsere jetzige Gesellschaft sehr stark entwicklungsbedürftig ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber das kann man nicht direkt verbinden mit Bildung. Also Bildung muss eben offenlegen und solche Fragestellungen zum Beispiel, warum jetzt ein neoliberales Wirtschaftssystem nicht die Antworten gibt, warum zum Beispiel externe Kosten nicht in betrieblichen Abläufen drin sind und mitgerechnet werden müssen, warum wir auf Kosten von Ressourcen leben und so weiter und wie man so etwas verändern soll. Das sind zentrale Fragestellungen, auf die zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften Antworten geben muss, zum Teil inzwischen auch gibt und welche dann in die Schule gehören. Und ich glaube, dass dann entsprechend die jungen Leute, wenn sie entsprechend dann mal Verantwortung übernehmen, dann auch wieder das entwickeln werden. Diese Frage von Fortschritt, dass das nicht so weitergehen kann wie bisher, ist ja vollkommen klar. Aber es ist die Frage und Aufgabe der jungen Generation, entsprechende Entwicklungen sich zu überlegen, wie es weitergeht. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Also diese Frage hat Bildung versagt. Also die stelle ich mir in Bezug auf meinen Einsatzgebiet, sagen wir mein Thema Klimawandel, auf jeden Fall sehr oft so. Und weil ich weiß, dass ich war Anfang der 90er Jahre in der Oberstufe und ich wusste sehr gut, was Klimawandel ist. So. Und ich war nicht... Also ich habe Geo gelesen und nichts Super 7s. Und da gab es ja auch schon eine große Konferenz, ja, seit 1992 gibt es diese Klimakonferenzen. Und mein Frust, der in diesem Witzlichhof hochkam, der hat wirklich nicht mit Menschen wie Böhm zu tun, die in den Institutionen sitzen. Also wirklich nicht, ich wollte nicht sagen, dass Bildung innerhalb der Institutionen irgendwie nicht möglich, nicht wichtig ist, dass da manche kritische Menschen sitzen, ist total wichtig, aber mein Frust geht Richtung, ja, was kann Bildung überhaupt leisten, wenn tatsächlich gerade die hochgebildeten Menschen also nicht so handeln, wie sie handeln sollten. Und wir wissen seit Jahrzehnten, wissen wir eigentlich, was das Problem ist und warum handeln wir nicht so und warum machen wir keinen Riesenaufstand, Streik, blockieren alles, was Emissionen verursacht, jeden Tag. So. Und hört auf, in Konferenzen zu sitzen. Genau. Also nein, außer in dieser Art. Also das ist dann die Konferenz, um alle Konferenzen zu beenden. Und dann gehen wir auf die Straße und streiken mit den Fridays for Future. Und dann war das eine richtige Bildungskonferenz. Ich wollte auch kurz zur AfD was sagen. Ich glaube, so in einigen migrantischen Zirkeln gibt es so das Bedenken. Es gibt keinen Rechtsbruch. Den gab es doch schon immer. Jetzt trocknen sich halt die zu wählen. Aber
The End of the Day hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Und wenn man sich so die Studien anschaut, deutsche Zustände, Heidmeier, sieht man, naja, so ganz neu. Es gibt natürlich so einige Entwicklungen, die werden stärker, aber auch wenn man sich andere Statistiken ansieht, Antisemitismen, die gab es schon lange und es gibt auch einen gewissen Prozentsatz von ca. 20%, die antisemitische Äußerungen vertreten. Und ich habe letztens mit meinem Stiftungsdirektor gesessen, der selber jüdisch meinte, na, es gibt eine Statistik, ein Drittel aller Menschen sind in der AfD. Früher habe ich die nicht gekannt, aber heute ja. Ich bin erstaunt, ich kenne die Leute mit Namen, aber die sind jüdisch und sind in der AfD. Und überraschend tut mich das eigentlich gar nicht so, weil wenn ich daran denke, dass ein Drittel aller Bundesbürger solche Einstellungen durchaus unterstützt, dann kann ich mal durchsehen und sagen, okay, die Person könnte so gepolt sein, so sein. Insofern würde ich sagen, der Rechtsruck wird von vielen Leuten gar nicht so als neu empfunden. Neu ist höchstens, dass man auftritt und sagt, ja, das ist meine Meinung. Ich habe auch Schülerinnen erlebt, die sagen, warum soll ich denn Sinti und Roma mögen? Muss ich das? Und ich würde sagen, nein, die müssen natürlich nicht, aber die müssen sich natürlich an gewisse Regeln wie im Grundgesetz halten. Punkt. Insofern würde ich sagen, Rechtsruck besteht eher darin, dass man so ein anderes Verständnis hat und vielleicht so einen seltsamen Mut dazu zu stehen. Also auch so eine Aussage wie die von Herrn Gauland über deutsche Geschichte, also wenn man 30 Jahre zurückgeht, hat man Weizsäcker, der gesagt hat, Deutsche haben eine Verantwortung. Und da gab es eher kaum Leute, die wirklich prominent gesagt haben, es sei doch egal. Und insofern würde ich sagen, neu ist eigentlich nur, dass man dazu steht. Dementsprechend hatte ich dann die Idee aller globales Land, den AfD-Anhängern Indigenenrechte zuzusprechen, aller, wenn sie ihre Tracht tragen mögen, können sie das ja gern tun. Aber ich finde, da sieht man auch ganz gut den Unterschied. Die Menschen wollen keine Minderheitenrechte, sondern Mehrheit. Darum geht es, um die Macht. Und insofern, glaube ich, ist unsere Arbeit auch wahnsinnig wichtig, nochmals einen ganz anderen Blickfeld. Ich habe sehr viele gute Fragen hier bekommen. Wir wollten euch vorschlagen, dass wir einige der Fragen nochmal mitnehmen und den Personen, die Impulse geben, mitgeben, dass wir die einfliegen können, weil wir können diese Fragen leider gar nicht mehr alle beantworten und wollen ja auch noch den Blick in die Zukunft richten und auf die Vision. Deswegen würde ich jetzt einfach nur ein paar rauspicken. Und zwar gab es eine Frage, die ist mir gerade aufgefallen, als du gesprochen hast, Dorothee, die ging an euch alle. Und vielleicht, genau, wer dann antworten möchte. Ob Handlungsorientierung in der politischen Bildung ohne kognitives und reflexives Wissen nicht bloß Aktionismus sei?
so antworten? Naja, ich lasse sie mal. Das ist ja klar, dass ich das Frage. Ich meine, ich bin froh, dass jemand so formulieren kann, weil sie auch in der Form durch den Kopf gegangen sozusagen, weil darum kreisen wir seit Anfang an, seit der Podiumsdiskussion, ne, mit der Frage, lernen wir in Bewegung, ne, und was ist das für eine Art von Bewegung, oder den Stellenwert von Bildung, und du hast es jetzt zugespitzt, ne, Dorothee, mit dir nutzt uns hier diese Bildungstagung irgendwie was, oder nur wenn wir morgen solidarisch auf die Straße gehen und so. Ich denke schon, wir benötigen Bildungsprozesse, und du hast es ja auch gesagt, dass, ne, ich will das nicht, dass du eigentlich am meisten, so habe ich dich verstanden, in Bewegung gelernt hast, oder ich weiß auch mal am meisten, aber dass du viel in Bewegung gelernt hast. Und das gegeneinander auszuspielen, glaube ich, bringt uns so nicht weiter. Ich habe nur auch ganz viel darüber nachgedacht, was, also deine Frage jetzt auch am Ende war ja nochmal, halten uns bestimmte Bildungsprozesse eigentlich davon ab, oder wie Lernen verordnet wird, ja, dass wir eigentlich nicht handeln. Ja, das ist ja eigentlich die Frage. Das eine ist, wenn wir handeln ohne Bildung machen, dann kann es reiner Aktionismus sein und wir wissen eigentlich gar nicht wofür und wohin. Wenn wir aber wiederum umgekehrt, was wollte ich jetzt herleiten, jetzt habe ich es vergessen, sozusagen, schon späte Stunde. Mir ging es so darum, wenn wir jetzt das eine behandeln ohne Bildung, wenn wir Bildung ohne Handeln, ne? Also umgekehrt sozusagen, dass das ja eigentlich das Problem ist, dass wir in so einem Zustand, also dass Bildung auch immer einen Herrschaftscharakter in sich birgt, uns in die Verhältnisse rein zu formen. Ne? Und das ist ja das, was wir scheinbar permanent hier ablehnen, ne? Und was uns abträglich ist für eine sozial-ökologische Transformation und für eine Zukunftsgestaltung, wenn Bildung oder Lernprozesse so sind, dass sie uns eher eigentlich von dem abhalten, was wir tun wollen sollten. So. Vielleicht aber nochmal an die Dorothee angesprochen. Vielleicht noch ein kleiner Gedanke. Also es geht ja darum, zu reflektieren, und das finde ich auch. Deswegen war die Frage natürlich total in meinem Herzen, sozusagen, oder zu meinem Herzen. Aber ich möchte nochmal deutlich machen, es geht ja nicht nur um die individuelle Befähigung, dass Leute alleine was lernen, sondern es geht genauso bei denen, die wieder globalen Lernen darum, um die gesellschaftlichen Auswirkungen, wie kann man zusammen was verbinden, wie kann man zusammen was reichen. Und das ist ja gerade das, was letztendlich auch eben das Potenzial beinhaltet, dass über diese Art des Lernens tatsächlich wirklich was tut, und sonst würde ich das übrigens auch nicht machen. Okay, Bettina. Also danke, Bettina. Also du hast mich gut verstanden, habe ich den Eindruck. Ich fühle mich gut von dir verstanden, dass ich nicht meine, dass wir jetzt das kognitive Lernen komplett über Bord schmeißen sollen, so, aber da fehlt irgendwie was, wenn da nichts nachkommt. Aber ich würde dir bei einer Sache, das würde ich in Frage stellen, ich glaube nicht, dass es die Bildungsinstitutionen sind, die uns davon abhalten zu handeln. So. Die sind gar nicht so schlecht, glaube ich. Also die können mit richtig toll gefüllt werden, wenn das Menschen vor Ort dann so machen. Mit toller, also auch mit guter Bildung. Und ich glaube, dass uns, wie ich eben gesagt habe, die Strukturen davon abhalten, das umzusetzen, was wir wissen. So, wenn wir wissen, dass Fliegen klimaschädlich ist, also da einfach wir, ja, also irgendwie einfach spottbillig ist und viel billiger als Zugfahren irgendwo, also, ne? Ihr wisst es, kennt das, und das ist dann werden wir dazu gezwungen, das Falsche zu tun, oder wir werden dahin geleitet, das Falsche zu tun, und das heißt Kapitalismus. Und so verkürzt gesagt. So, oder das System, und das ist das, was uns davon abhält, unser Wissen in die Praxis umzusetzen. Und du hast es eben so schön gesagt, darum müssen wir einfach Gesellschaft verändern, zusammen, kollektiv und nicht uns selbst. So. Nur uns selbst. Gehört alles zusammen. Ja. Ja, daran anschließend, ich habe jetzt noch zwei Fragen rausgepickt, und die, genau, das kollektive Handeln und die Strukturen, die einen da jedenfalls hindern. Es kam eine Frage an dich, Ruth, und zwar jetzt mit zum Beispiel Fridays for Future als aktuelles Beispiel, dass es sehr passieren kann, wenn eben reflektierte soziale Bewegungen anfangen zu handeln, dass das mit den Strukturen wie Schule clasht. Und du hattest auch vorhin schon erzählt,
Diversität, das ist gerade ein heißes Thema ist bei euch im Ministerium. Wie kann Schule und, oder muss Schule darauf reagieren und sozusagen was für Handlungsspielräume gibt es, um halt solche Bewegungen nicht zu unterdrücken? Ja, es wechselt hier uns. Ja. Habe ich eben schon so gesagt, also da muss man auch sehr selbstkritisch rangehen. Ne? Das ist ja ein totaler Zielkonflikt. Für ein Ministerium ist ein Zielkonflikt, weil das Ministerium denkt, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Ordnung hergestellt wird, dass entsprechend das Fehlverhalten, das heißt Schwänzen, sanktioniert wird. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist die, wir sind ja ein Schulministerium, was für Bildung und Erziehung zuständig ist. Und wir freuen uns eigentlich darüber, oder sollten uns noch vielleicht sogar mehr darüber freuen, dass da junge Leute aktiv sind, dass sie im eigentlichen Sinne der politischen Bildung aktiv sind und dafür einstellen und tatsächlich über Grenzen gehen, also was riskieren, ist doch toll. Damit ist doch irgendwie was angekommen bei dem, was wir uns wünschen. Zweite Sache, wir müssten uns außerdem fragen, und jetzt bin ich wieder bei den Institutionen, geben wir als Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen die richtigen Antworten, ermöglichen wir das Lernen, was unsere Schüler und Schülerinnen sich wünschen? Ja, das ist doch eine berechtigte Frage. Also ganz konkret, wie gehen wir damit um? Wir müssen unsere Lehrer und Lehrerinnen zusammen mit ihren Schülern und Schülerinnen dazu befähigen, das zum Thema zu machen für produktive Lernprozesse und für produktives Verhalten. Und dass immer so etwas mit Regelübertretungen zu tun hat, das ist ja gerade der Sinn der Sache. Sonst hätte das auch nicht so einen Erfolg. Ja, und von daher sehe ich das relativ gelassen und ich persönlich finde das sehr, sehr toll, dass das so viele Schüler und Schülerinnen machen. Das ist meine persönliche Meinung. Lernprinzipien im Hause. Ich nehme noch mal eine letzte Frage. Und zwar kam rein, welche Rolle spielen bei euch feministische und queere Perspektiven für politische Bildung, für eine sozial-ökologische Transformation? Machst du? Also wir bei EPIPS haben das immer mitgedacht als Querschnittsaufgabe, aber haben das jetzt nicht zu so einem wirklich starken Merkmal unserer Bildungsarbeit gemacht. Aber ich habe schon im Programm gesehen, da gibt es durchaus einige Angebote in den nächsten Tagen, die ich jedenfalls sehr spannend finde. Und ich denke, all das macht schon Sinn. Das Problem ist, inwieweit soll denn die Linke auf solche Identitätspolitiken eingehen, da gibt es immer Streitigkeiten, die auch sinnvoll sind, wie ich finde. Aber ich persönlich finde, die Erweiterung der Menschen, zu denen man spricht, beziehungsweise die Menschen, die einen dann auch hören, sinnvoll. Insofern unterstütze ich das total und versuche auch in meiner Arbeit und meinem Denken dessen mit Ich würde auch gerne nochmal, also ich habe das Bedürfnis nach Konkretisierung, ich werde gleich nochmal zwei versuchen, Sachen zu konkretisieren. Ich würde nur nochmal gerne auf die Frage zurückkommen, weil es mir wichtig ist mit der AfD. Klar, es gab vorher Alltagsrassismus und auch Antisemitismus, aber wir haben das erste Mal eine rechte Partei, eine völkisch-nationalistische Partei in allen Landesparlamenten und im Bundesparlament und wir wissen nicht, ob sie das erste Mal in eine Regierung mit eintritt bei den drei Wahlen, die dieses Jahr anstehen. Das heißt, wir haben eine immense politische Veränderung und eine ganz andere Wirkmächtigkeit und die werden, wenn sie auch erstmal in Regierung sind, auch immer ganz anders handlungsfähig sein und ganz neue Bündnisse spielen. Insofern würde ich das nur nochmal von der Veränderung und auch wir haben viel über globales Lernen, aber wenig über globale Verhältnisse gesprochen. Das Ganze läuft ja international ab. Ich habe die Tage einen Vortrag gehört über die hindu-nationalistische Bewegung, die gegen Muslime vorgeht in Indien. Wir haben Bolsonaro in Brasilien und so weiter. Also das ist schon was so erstmal nicht vorbeigeht wie ein Schnupfen, sondern mit dem wir es halt ganz stark massiv zu tun haben. Ich würde jetzt nur noch mal gerne auf die Frage
Aktionismus und Bildung und dann kommt auch mit dem Geschlecht und Queer noch dazu. Aber nochmal zu sagen, warum ist Bildung wichtig? Ich habe die Tage mich reingelesen in die Frage, was hat es mit dieser Kohle-Kommission auf sich und schafft die jetzt Konsensbeschaffung, Akzeptanz in der Bevölkerung? Da stand in sämtlichen großen Zeitungen irgendwie drin, das ist eine Sternstunde der Demokratie gewesen, diese Kohle-Kommission. Das heißt, wir brauchen Bildung, um zu verstehen, dass das totaler Quatsch ist und Gehirnwäsche, was da die großen Zeitungen schreiben, weil es war keine Sternstunde der Demokratie. Und das können wir nicht über Aktionen erklären, das können wir nur über Bildung verstehen, dass das keine demokratische Institution ist, ja, sondern dass es Geschachere gab, wer da reinkommt, das ist am Parlament vorbei. Also ich stehe für noch weitergehende Formen als eine bürgerlich repräsentative Demokratie, aber selbst die wird durch solche Kommissionen missachtet und es soll immer mehr von diesen Kommissionen jetzt gehen. Ich glaube, die nächste im Automobilbereich, Mobilität, ne, also auch das, was die Bewegung denkt, wird auch von der anderen Seite mitgedacht und dafür brauchen wir Bildung. Umgekehrt denke ich mir aber auch, was kann ich momentan von Bewegung lernen? Und ich sehe, wie da die Kohlegruben besetzt werden, die Bagger besetzt werden, ungemeine Form von zivilem Ungehorsam. Das heißt, ich kann mich umgekehrt fragen, wie kann ich in der Bildung zivil Ungehorsam auch pflegen? Ja, also was sind eigentlich Formen von Grenzüberschreitung? Förderlogiken mal nicht zu akzeptieren, ja? Also in so einem Fördersprech. Nicht zu meinen, ich schreibe jetzt den Beutelsbacher Konsens rein, weil ich die Gelder abrufen will. Oder in der Hochschule, ne, bestimmte Grenzen auch ausloten. Was kann ich eigentlich von Bewegung und Aktionen lernen, um eben nicht permanent im Affirmativen, im bejahenden staatlichen Handel da drin zu bleiben. Dann war die Frage jetzt mit Queer oder mit Gender. Ich habe dazu kompliziert, will da jetzt gar nicht so viel sagen, aber ich denke auch, also vielleicht mal eine Kritik an uns selbst als Bildungsbewegung. Zum einen denken wir permanent darüber nach, was wir, welche Gruppen wir noch beachten können, wo wir noch antidiskriminierend vorgehen können, was uns aber auch immer wieder auf individuelles Handeln zurückwirft. Und das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass ich das problematisch finde. Ich denke, wir sollten für uns weiter darüber nachdenken, wie wir nicht nur Diskriminierung angehen können, sondern Ausbeutungsstrukturen. Weil Ausbeutungsstrukturen ist das, was du gerade sagst, ist, was strukturelle Probleme sind, die wir nicht, ne, permanent habe ich jetzt jemanden richtig angesprochen oder nicht, das ist alles ganz, ganz wichtig, aber verweist uns immer wieder im Bildungsprozess auf unser individuelles Handeln. Wenn wir über Race, Gender und Class, ja, weil da wird die Ausbeutungsstruktur mit Gender und Race besonders deutlich, ne, über koloniale Prozesse, über ungleiche Bezahlung nach wie vor der Geschlechter, über materielle Problematiken, die damit verbunden sind. Also wir müssen diese Queer, Race, Class, Gender vielleicht auch verbunden mit Körperlichkeit denken und nicht nur als ein Diskriminierungsverhältnis, sondern als ein strukturelles Ausbeutungsverhältnis, global betrachtet. Und da wäre dann ja Gender und Queer mit drin. Aber ich würde uns anregen, das finde ich auch interessant für die Tagung, wo können wir, wie denken wir eigentlich Ausbeutung und nicht nur Diskriminierung? Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Ja, genau. Ich würde versuchen, kurz den Bogen zu spannen, weil die Zeit neigt sich zu dem Ende und ich möchte euch zumindest am Ende nochmal nach den Visionen fragen. Genau, ich glaube, das war in dem Podium oder das wird sich jetzt hoffentlich auch in den nächsten drei Tagen so durchspielen, dass selbstverständlich die Handlungsebene immer eingebettet ist in Strukturen und das immer gemeinsam gedacht wird und gar kein Gegeneinander ist und auch kein Gegeneinander, das hatten wir ja vorhin schon, auch soziale Bewegungen als Lernraum, dass das eine korrektiv ist zu dem anderen oder sich nur anschließt, sondern auch gleichzeitig passiert, weil ich würde sagen, gerade zum Beispiel, das hat gerade Bewegung sehr viel Bildungsarbeit geleistet, aufzuzeigen, dass es halt kein Konsens ist, also bei der Kohle-Kommission. Und nämlich jetzt auch nochmal würde ich Sorit hier abschließend kurz bitten, oder ich kann es auch kurz selber einbringen, die Frage nach dem Queer-Feminismus, dass gerade in der Klimagerechtigkeitsbewegung wir, glaube ich, sehr viel zum Beispiel von der feministischen Bewegung gelernt haben und das Gefühl habe, da auch sehr viel Lernen in dem Handel stattfindet, aber auch in dem, welche Strukturen adressiert werden. Und es ist da beispielsweise auch einen queeren Fingernagel bei einer Aktion. Genau, jetzt höre ich mich aus der Moderation mir die Macht genommen, ein bisschen zu kommentieren. Und ich möchte euch zum Schluss noch einmal alle fragen,
vielleicht via Schwula für die Einspinnen gerne Visionen und sagen, was eure Vision ist von einer Zukunft oder von der Bildung in der Zukunft oder vielleicht auch in der Zukunft, wo die sozial-ökologische Transformation vorangeschritten ist. Ich würde das jetzt einfach mal so offen lassen, weil ihr da sicherlich jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Träume habt. Ich wünsche mir ein Fortschreiten ohne Ausbeutung, vielleicht so, und kein Fortschritt und Fortschreiten ohne Ausbeutung. Ich bin eigentlich mehr bei dem Fragezeichen jetzt am Ende angelangt, wir haben uns daran ja abgearbeitet. Ich hätte gerne noch darüber gesprochen, ist Degrowth eine Vision, die wir haben? Was sind Visionen? Wir klauen uns die ja teilweise von den Indigenen, mit Wendy Weir und so weiter, wo ich nicht weiß, ist es auf industrialisierte Gesellschaften übertragbar. Wir brauchen eigentlich noch Visionen. Also das war vielleicht auch mein Eingang, zu sagen, mit diesem Fortschritt, wir stehen irgendwo, ja, entweder gehen wir auf Naturvölker oder Indigene zurück und romantisieren da vielleicht auch uns was hin. Also wie, das ist jetzt ein bisschen provokant, aber was sind eigentlich unsere Visionen hier im hochindustrialisierten, hochkapitalisierten Staat und Region? Und da bin ich vielleicht eher mit einem Fragezeichen und müsste darüber diskutieren, welche Form von Degrowth oder solidarischer Landwirtschaft zeigen das an, aber dann haben wir immer noch keine Antwort auf diesen ausstehenden politischen Transformationsprozess, den große Veränderungen halt nun mal brauchen. Ja, da bin ich total bei dir. Also ich glaube, dass genau das sind die richtigen Fragen. Auf die Art und Weise, wie bisher wir gelebt haben, können wir nicht weitergehen. Vertraue darauf, und das ist meine Vision, dass die nächsten Generationen eben da auch umsteuern, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie, und da werden bestimmte Wertvorstellungen, die wir bisher gewählt haben, einfach total in Frage zu stellen sein, und die Macht des Faktischen wird so stark sein, dass einfach das nur nötig sein wird. Was ich so als früherer Lehrer sagen würde, Katastrophendidaktik funktioniert nicht, sondern man muss, und das ist dann meine Vision, man muss Möglichkeiten schaffen, zu erkennen und zu handeln. Und dann wird die junge Generation auch Zukunft gestalten. Und darauf vertraue ich. Ich bin bei Vision immer ganz schlecht. Ich habe die Vision, dass ihr nach der Konferenz irgendwie völlig inspiriert in eure Schulen zurückgeht oder da, wo ihr unterrichtet und lehrt und oder Bildung macht und weiterhin versucht, Menschen zu kritischen, dabei zu helfen, kritisch Gesellschaft zu verstehen, und dass ihr danach im Sommer mit uns Kohlebagger blockiert. Meine Vision, ich weiß nicht, ob eine Vision ist, ich habe den Wunsch nach einer gerechteren Weltordnung und nach einem viel globaleren Blick für Probleme, Dinge, Herausforderungen. Eine richtige Vision ist das nicht, weil ich zweifle zu viel. Ich denke mir bei One Way Wir und Sumak Kapsai etc. ist doch eigentlich auch nur so ähnlich wie die Gemeinwohlökonomie. Die ist halt sehr europäisch. Da versucht man Dinge zu regeln, sagt, ja, es gibt Zukunftsanwälte etc. Und ich würde sagen, One Way Wir ist halt kulturell geprägt von dem Einfluss der Region. Ich frage mich auch zum Beispiel, würde das hier denn so funktionieren? Ich denke eher nein. Man kann Konzepte schlecht 1:1 einfach übernehmen. Insofern, ich habe keine richtige Vision. Vielleicht denke ich da eher so an Jules Verne, der irgendwann sehr früh schon Visionen von Jupiter-Raketen, dem großen europäisch-chinesischen Krieg hatte. Ich würde sagen,
Wandel ist die Hoffnung und Vision und ob es wirklich die sozial-ökologische Transformation werden wird, ich zweifle dran. Also ich bin irgendwie so ein bisschen negativ und denke vielleicht als Dystopie. Also wenn alles in die Brüche geht, dann wird es die vielleicht geben, so nach dem Motto, okay, ist der letzte Streu. Aber ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Ich denke, so eine globale Versicht hilft schon, weil ganz ehrlich, wir kennen die Debatten gar nicht, die schon lange in Bolivien, Ecuador, in Mosambik geführt werden. Das sind Dinge, die uns eigentlich sehr interessieren sollten, aber das tun sie halt nicht, weil wir in unseren eurozentristischen Gedanken drin sind, auch ich. Also ich sage nicht, ich bin besser und die anderen sind so. Ich denke, wir haben halt eine Bildung genossen, die wahnsinnig schwierig ist. Du hast von Kant erwähnt und ich musste automatisch daran denken, dass Kant natürlich in der Zitatreihe von Glückalis zum Thema Rassismus. Ja, Kant war ein Rassist. Und ich bin Historiker, ich sage jetzt nicht der schlimme Mensch, sondern okay, das war vielleicht in ganz vielen Teilen der Gesellschaft auch normal und akzeptiert. Aber ich finde den Punkt schon wichtig zu sagen, ja, aus heutiger Warte ist das schwierig. Und ich erhoffe mir, dass die Zweifel auch schon irgendwas bringen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an euch vier, an eure spannenden Beiträge, die, glaube ich, vor allem auch gezeigt haben, wie viel wir zu diskutieren haben die nächsten Tage. Und ich bin sehr optimistisch, dass sich irgendwas bewegen wird, weil wir hier mit vielen Menschen noch 3 Tage zusammen sein werden. Vielen Dank an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt.